Galileo rollt den roten Teppich aus auf der Suche nach dem größten Schlaumeier. Mit Tafel und Buzzer im Gepäck geht es in die Innenstadt. Ob uns hier jemand sagen kann, warum wir von Hänseln sprechen, wenn jemand geärgert oder verspottet wird? Weiß es dieser junge Mann? Scheinbar nicht. Vielleicht haben wir mit diesen zwei mehr Glück. Vielleicht ist Hänseln ein altdeutscher Begriff für verarschen. Hänseln. Von Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel, ja. Dachte ich auch gleich. Klingt naheliegend, aber leider falsch. Vielleicht fällt ihm noch etwas ein. Hänseln ist wahrscheinlich vielleicht eine Verniedlichungsform von Hans. Und dass man dann eben gesagt hat, irgendwie, dass man jemanden kleiner macht, als er ist. Oder vielleicht gab es eine Geschichte von irgendeinem Hans, den alle geärgert haben. Und dann wurde er gehänselt. Also man sagt ja auch manchmal so zu einem so, ja, du Hans oder so. Der Ausdruck hat mit einem Hans nichts zu tun, sondern mit der sogenannten Hanse. Zwischen dem 12. und 17. Jahrhundert haben sich viele niederdeutsche Kaufleute in der Hanse zusammengeschlossen. Daraus haben sich später die sogenannten Hansestädte entwickelt. Wie die Hansestädte Hamburg, Lübeck und Rostock. Diese Mitgliedschaft ermöglichte den Kaufleuten bessere wirtschaftliche Chancen im Ausland und eine sichere Überfahrt. Bei der Aufnahme in die Gemeinschaft mussten die Kaufleute allerdings das unangenehme Ritual des Hansens über sich ergehen lassen. Und das bestand aus einer Reihe von derben Scherzen und Streichen. Die Anwärter wurden zum Beispiel mit dem Kopf in einen Bottich mit kaltem Wasser getaucht. Darum wird das Wort Hänseln auch heute noch oft benutzt, wenn jemand von einer Gruppe verspottet und geärgert wird. Okay, ja, wieder was gelernt heute. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde. Jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken. Es gibt Neues aus der Galileo-Welt.